Oh hey, willkommen zurück zu Animation. Ich weiss jetzt, was ihr denkt, aber chillen zuerst mal. Ich habe nämlich etwas Kleines vor. Und zwar wird das vorerst das letzte Auto sein, das ich baue. Heisst nicht, dass es nie mehr Videos darüber geben wird, sondern heisst, dass ich dann nachher mit diesen 5 Autos, ich weiss, ich habe 6 gebaut, aber das erste hätte ich nicht exportieren. Mit diesen 5 Autos mache ich dann ein paar Disziplinen in BeamNG und küre dann den Best. Und dann nachher baue ich weitere 4 Autos, plus das, was ich gewonnen habe, und mache das Ganze nochmal. Das kann 2 Monate sein, das kann in 2 Jahren sein, das ist alles egal. Aber ja, lass uns das bauen. Das filtern wir ein bisschen. Denn ich will ein SUV bauen. So ein klassisches Reichfrauen-Klischee von wegen, ey, ich muss das grösste Auto fahren, das ich finden kann. Und bei der Migros 3 Parkplätze verbrauchen. Und zehnmal in der Form parkieren kann. Alter, das Teil sieht grösser aus, aber es ist kürzer. 3,3 Meter, 3,4 Meter. Okay, finden wir noch etwas grösser. Wenn das grösste und protzigste Bau, das ich finde, der hat auch 3,4 gesehen. Sieht futuristischer aus als das Teil. Obwohl der von 2008 ist und der von 2003. Der ist mir schon auch 3,4 Meter, 2,8, 2,8, 2,3, 3,1, 3,5, jetzt, 3,3, 3,0, 3,1, 3,8, okay. Okay, Mister. Jetzt. Das sieht doch schon mal ein geiles Auto. Ich will nicht sagen, dass man schwul ist, wenn man etwas anderes fährt. Aber man ist wahrscheinlich ein Mann, der gerne andere Männer sexuell befriedigt. Okay. Für das braucht man natürlich Stahl, wie wir schon Unibody machen. Und Stahl. Wodurch man natürlich vorne rein will. Ziemlich riesig. Das ist einfach. Das ist so ein fetter Pickup, wo hinten noch so ein Teil drauf hat, so ein Silverado ist. Okay. Was machen wir? McPherson tönt gut, aber das ist ein bisschen dauerhaft. Darum machen wir das Teil. Okay. Was packen wir hier? Für Motorinnen. Ausnahmsweise mal mache ich einen neuen. Wie wär's denn mit einer Reihe 3? Oh hey, das Drehsaal ist wieder normal. Oh nein, nein, nein. Das Teil braucht fette VA. Also fette VA. 10,8. Frontantrieb brauchen wir nicht. Heckantrieb auch nicht. Allrad oder 4x4? Und ja, das ist ein Unterschied. BWC. Okay, das sieht doch schon mal geil aus. Aussiessen. So, was machen wir denn für Pleuel? Schwer ist er. Wir brauchen alles für Drehmoment. Drehzahl ist egal. Drehmoment. Und natürlich brauchen wir noch ein bisschen Qualität, damit wir das auch komplett rausholen können. Dann Bio, VVT können wir uns sparen. Das ist natürlich ein Sauger, weil wer würde da einen Turbo haben? Okay, machen wir einen Vergaser oder eine Einspritze? Natürlich gibt es eine direkte Einspritze. Der Rost ist geil. Und natürlich fährt das Teil auf Super Plus, weil ja, irgendwie muss das Teil auch antreiben können. Zündungszeitpunkt ist nicht so grandios. Die Drehzahl kommt auch nur bis auf etwa 5000 hoch. Dafür gibt es einen Fächer, ich kann Gott die nehmen. Und irgendwelche komischen Knöpfe können wir gerade so gut das Teil machen. Zwei von denen mit Auspuffklappen, weil SUV muss ja auch tönen, wenn ein SUV kein Cut. Und kein Schalter. Warum? Weil das so den Teil passt. Weil das Teil überhaupt nicht aussieht wie ein Bus. Okay, was haben wir denn hier? Ja, nicht schlecht. Was mir noch auffällt. 638 PS und 943 Newtonmeter. Jesus im Himmel. Okay, schauen wir mal, bis wo wir das drüllen können. Weil da steht überall etwas à la 6000. PS gehen aber noch hoch. Und ab 8400 fangen wir da Pleuel heben. Okay, ich würde sagen, alles gut und recht. Allerdings gehen wir mal auf etwa 6500. Ich weiss, der toppt aus da hier, aber wie schon gesagt, es geht um Newtonmeter. Allerdings können wir da ein bisschen mehr fettiger werden, so auf die grandiosen 1000 Newtonmeter kommen. Und da haben wir es, 1008 Newtonmeter, also nein, 1000,8 Newtonmeter. Boom. Okay, allerdings können wir den nochmal ein bisschen aufpacken. So. Ich glaube, das langt eigentlich schon. Wir könnten noch ein bisschen mehr verdichten. Wunderbar. Hier haben wir einen 869 PS, 1052 Newtonmeter, V8 mit 10 Liter. Wow, das ist ja mal alles. Okay, was machen wir? Irgendes altes Pickup-Gefährt? Nein, wir machen natürlich den SUV draus. Dann müssen wir das Teil hier machen und der wird noch länger. Ich glaube übrigens, dass die 3,8 Meter nur der Radstand sind. Also, da hast du mindestens nochmal einen Meter. Okay. Wow, wow. Okay, machen wir das hier vorne mal ein bisschen grösser für den Motor. Ich habe hier eine kleine Linie drin. Keine Ahnung, was das alles ist. Wunderbar, ey. Haha. So, ich glaube, das macht es mal vorerst. So, hier noch ein bisschen Spritzschutz an. Weil schliesslich wird das Teil fürs Offroad gebaut, obwohl man es nie aufs Offroad nimmt. Gut, das ist nicht unbedingt das SUV-mäßige, was man denkt, weil das ist so lang, dass er nicht mehr so hoch aussieht. Aber ey, sieht mich doch nicht. Okay, nennen wir das Teil dann mal. Ich würde sagen, Marke Karin, Modell Karen. Weil Memes und so, nicht wahr? Okay, das Teil muss natürlich weiss sein. Mit einem wunderschönen Chromteil auf der Seite. Oh nein, nicht nur auf der Seite. Wow, schön. Okay, das ist, dass du
mit dem Trim, weil das Zeug, das haben wir selbst krumm werden. Oh ja, look at this. Schade geht es da vorne nicht weiter, weil dann wäre es eine Kurve. Okay, und die Felgen müssen natürlich auch krumm werden, weil krumm. Erinnert mich an die 50er, also irgendetwas Modernes, aber ey. Okay, dann brauchen wir vorne fette Lichter, damit man auch etwas sieht, wenn man in der Nacht in einer Villa rauffährt. So ungefähr. Okay, das ist schon fast ein bisschen zu fett. Da, sieht ja mal richtig herzig aus. Und dann so einen fetten Grill damit. Okay, das sieht schon mal nice aus. So. Dann unten kommt noch der Melch noch. Ja. Wir müssen dem ein bisschen aggressiver Look geben, damit es auch als Polizei-Enforcer durchgeht. So, ungefähr. Und dann kommen hier unten noch die kleinen Nebellämpchen. Aus irgendeinem Grund immer. Also aus irgendeinem Grund, eben wegen Nebel. Okay, das ist schon fast perfekt. Also gehen wir mal zum Heck. Zum Glück ist das so eckig, weil dann kann man einfach so etwas reinbauen. Boom. Also, sauerer. Kommt das dritte Hecklicht hier. Audi-Style-mäßig über die ganze Front. Ich meine, Heck. Wunderschön. So, dann. Für hier noch an. Nope. Was habe ich erschaffen? Das könnte funktionieren. Irgendwie so. Und dann so. Wow. Alter, nein. Das ist tatsächlich ziemlich herausfordernd. So, okay, nein, da unten schon mal nicht. Unterhalb der Linie geht es schon mal nicht. Das ist schließlich nicht am Jumptick. Bleiben wir über. Und das Game ist abgestürzt. Wow. Hör dich hoi. Geil. Kompressor-Mod funktioniert wieder. Ihr wisst, was das heisst. Sofern, naja, das Auto nicht komplett gelöscht worden ist. Also, die Front ist noch intakt und das Heck anscheinend auch. Okay, also einfach das so gut. Okay, packen wir mal die Teile hier an. So. Und dann, wie wär's mit dem Ding hier? So, mit allerdings können wir hier keine Rücklichter brauchen. Darum machen wir die einfach undurchsichtig. Und das Teil noch hier oben will. Ja. So, das sieht doch schon mal aus, als ob. Okay, packen wir hier nochmal so eins an, weil das funktioniert bestimmt super. So, keine Ahnung. Wunderschön. Oder auch nicht. Okay, vergessen wir es einfach so schnell wie möglich. Das ist ein Amigfair. Heißt, es braucht hier noch die Licht. Selbst wenn das Blinker sind, machen wir einfach den Blinker weg, würde ich sagen. Warum? Das Gleiche gilt dort hinten. Warum auch immer die das haben, aber ey. So, Moment, jetzt müssen wir vorne noch die Farbe ändern, weil die müssen ungefähr so. Wunderschön. Das ist America. Okay, in dem Fall können wir hier unten noch die Teile ranpacken, weil das wird bestimmt niemand stören. So, beautiful, glaube ich. Also, Kühlergrill haben wir schon mal. Brauchen wir allerdings ein paar. Oh ja. Yeah. Okay, also, was fangen wir denn an? Was soll das da? Okay, ich glaube nicht, dass die so gut funktioniert, wie ich noch hoffe. Okay, wenn schon, wir haben V8. Das wäre der. Ach, das ist für die Löcher von diesen Teilen. So, machen wir das einfach mal genug Loch, genug gross, dass wir alles reinpacken können, was wir wollen. So ungefähr. Ich glaube, für das wäre es wichtig, dass der Motor nach unten raus schaut, oder? Wow, was ist da? Keine Ahnung, aber ich will. Wow. Freut mich nur wirklich. Okay, das ist mir jetzt alles egal, weil ich an mein Traumteil bin. Nein, nein. Ich glaube, das Game ist wieder. Ah, nein, ist es nicht. Wow. Okay, und ich glaube, auf das Teil drauf packen wir jetzt die Dinger an, oder? Alter, das ist ja noch viel besser als vorher. Okay, ich will sehr viel Spaß mit dieser Mod. Der da hier, den packen wir jetzt wahrscheinlich hier drauf. Ja, zuerst wahrscheinlich. Ich hoffe zumindest, dass das recht. Und wenn nicht, ist mir das scheißegal, weil schau dir das Ding mal an, es ist viel zu weit. Yay. Okay. Kann man davon aus, dass wir die Teile jetzt auch drauf packen könnten. Oder einfach das hier. Aber ey, wenn man die Kurve zum Fußballtraining bringen muss, dann dürfen wir ja auch nicht vorne raussehen, oder? Das ist genau vor dem Kopf vom Fahren, das ist genau vor dem Kopf vom Beifahren. Also siehst du genau gar nichts. Okay, jetzt wird es wieder ein bisschen Spass zu haben. Weil warum soll es bei einem bleiben, wenn man auch noch zwei weitere kann haben? Und warum soll es bei drei bzw. vier bleiben, wenn man einfach noch mehr kann anpacken? So sieht es aus. Jetzt weiss ich, warum man das in der Schweiz nicht darf. Wow. Das nennt man bei uns Perfektion. Okay, gut. Also, ich glaube, der Motor hat so viel Ladung jetzt, dass er einfach nur noch explodiert. Aber das kann mir ja egal sein. Ich war so ein Fetz, dass man im Migros-Parkhaus direkt immer Kritz drin macht, weil man dort nur 1,80 Meter hoch sein darf. Okay, danke dir. Teil muss natürlich die ganz grossen Lastwagen-Dinger reinpacken lassen können. Darum braucht es einen grossen Dankdeck. Dann, wie kommt man am besten rein? Und Rückspiegel. Was passt denn besser hier? Passt aber auch einfach jedes Mal perfekt. Okay, allerdings fällt mir die Farbe nicht. Wie wär's mit Chrom? Nein, normal. Okay, dann brauchst du natürlich noch ein Nummernschild. Ein amerikanisches Nummernschild. Schließlich gibt es ja nichts Amerikanisches als viel zu grosse SUV. Wenn natürlich amerikanischeres. Okay, was würde denn hier passen? Wie wär's mit dem Adler, der für die Freiheit steht, wo du fühlst, wenn du mit dem Teil in der Gang rumcruisest und jede Straßenlaterne mitnimmst, weil du viel zu breit bist. Nur lustig, weil Karin in GTA halt eine japanische Marke ist. Das Teil hier jetzt so richtig einen auf Ami macht. Okay, was sind so richtige Trucker? So, Auspuff. Ich glaube, ich weiss schon, was ich mache. Darf ich vorstellen, Seiten aus. Das Teil, wo der Frieden braucht. Okay, natürlich muss man da auch einen Sarg drauf machen. Ich meine natürlich auch da. Ja, doch, die sind auch wichtig. Wunderbar. Nicht? So, jetzt aber die richtigen Dachträger. So, machen wir die nur da vorne oder machen wir sie für die ganze. Okay, das ist perfekt. Das ist einfach Perfektion. Denn natürlich muss man mit dem Teil auch die komplette Kavallerie anfunken können. Darum kommt hier noch eine fette Antenne dran. Und ich glaube, ich mache 4x4 draus. Das heißt, hier oben. Ja, Quadcam geht zwar, aber wir haben 5. Okay, machen wir das tatsächlich noch ein bisschen flashier, indem wir so ein Teil drunter.
Okay, das ist ein bisschen... So, sieht komplett hässlich aus, aber ist mir auch egal. Diese Seite nehmen wir alles. Wunderschön. Okay. Und natürlich muss man noch Anhänger ziehen können mit dem Teil. Weil aus irgendeinem Grund hat man noch die 1000 Newton. Die kommen bestimmt nicht von den 5 Kompressoren. Entschuldigung, ich meine natürlich 6. Wahrscheinlich geht das Teil von 0 auf 100 in 20 Sekunden. Aber wenigstens hat man Kraft nicht. Okay, also, ich würde sagen, machen wir 4x4. Und natürlich muss ein Automat sein. 4 gegangen. Wie wäre es, wenn man tiefbeeren kann? Natürlich braucht das Teil Offroad-Reifen, weil... Selbst wenn es die ganze Zeit nur in der Garage steht, wäre es eigentlich gedacht zum Offroad fahren. Das heisst natürlich auch, dass drei fett werden mir irgendwie nur möglich. Und es passt immer noch rein. Okay, hinten ist ein bisschen knapp. Aber da meine ich mit... Das wird bestimmt lange, nicht wahr? So, da eine Bank, da eine Bank und da eine Bank. Juiuiui. Natürlich muss das Luxus in... Ja, wenn man seine Kinder nach der Schule abholen geht, müssen die natürlich einen Film schauen können, während der 5 Minuten heimfahrt, wo sie 10 Minuten heimlaufen könnten. Fahrassistenzpaket 4, gut. Und natürlich Sicherheit, wie es sie noch nie gegeben hat, weil bekanntlicherweise sind SUVs die sichersten Autos und sie bestehen den Elchtest auch immer. Dann Komfortreifen, machen wir auch mal das, und Gelände. Und ich bin bestimmt, werde ich nicht lachen müssen, wenn ich jetzt das Teil hier weg... Ich habe gesagt, ich muss nicht lachen. Okay, ein bisschen tiefer machen noch. Okay, also, gehen wir mal durch. Und es wiegt 3,8 Tonnen. Wow, das ist viel zu wenig. Ich finde, das sollte noch ein bisschen schwerer werden. Bremsen, die sind immer genau umgekehrt. Also, wie wäre vor auf Einkommen? Dann, das Teil tut ein bisschen untersteuern, das heisst, man mit hinten ein bisschen schmälere Reifen machen. Sieht doch gut aus, fast. Okay, dann ziehen wir das Teil mal einfach ein bisschen raus. 52 km/h, sehr schön. Kann man nicht irgendwo eine Untersetzung einbauen? Das müsste ja hier gehen. Reibedifferenzial. Also das ist eigentlich am besten fürs Gelände. Das ist, wenn man das natürlich auf der Straße fährt, aber wie schon gesagt. So, wunderbar. Okay, schauen wir uns mal die Rundenseite von dem Teil. Wenn es ladet. 900 PS, 1050 Newtonmeter V8. Wow, und wieder springt die Nadel gegen die Umgebung. Yeah. Der Motor ist noch überraschend leislich. Vor allem für das, dass er 6 Kompressoren hat. Gut, eigentlich sogar 7, weil das sind eigentlich 2 vorne auf dem Motor oben. Okay, 3 Minuten 45. Okay, schauen wir mal an, wer sich das Teil kauft. Niemand. Masco am ehesten. Ah nein, Hyper Premium. Ah da, Luxus Premium, wie sich das. Bin auch der Beste. Wow, 45 Liter. Ich hoffe mal, das ist auf ein Jahr gerechnet. Okay, das kann mir aber egal sein, denn wir exportieren jetzt das Teil. What? Alter, die Dinger, sie sind eigentlich riesig, aber sie sehen so klein aus bei dem Ding. What the fuck? Und hier vorne ist einfach so ein kleiner Baby V8. Wir wissen natürlich gewartet, dass das Teil riesig ist, aber ey, kann uns ja egal sein. Ich könnte mir mal überlegen, ob ich ein Interieur für die Dinger machen würde. Also, das Mal habe ich, man hat glaube ich gemerkt, dass ich das mal ein bisschen mehr fokussiert habe aufs Auto. So zu machen, als ob es irgendwann mal in 10 Milliarden Jahren vielleicht mal existieren würde. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das gut findet. Oder ob ich einfach weiterhin komplett Scheissdreck machen soll. Ich finde einfach, wenn ich das mache, dann kommt es immer aufs Gleiche raus. Alles ist riesig, es hat viel zu viele Flügel dran und sieht einfach dumm aus. Und wenn ich da zumindest ein bisschen probiere, ernsthaft zu sein, dann kann es zumindest noch recht interessante Autos rausgeben. Und ich denke, dass das eigentlich hin und wieder einmal okay ist. Dass es nicht jedes Mal ist, ah, kleines Auto, Scheissmotor, ein riesiger Flügel. Wow, das hat halt lang... Wow, das hat lang getan. Okay, in dem Fall sehen wir das wunderschöne Teil in BeamNG wieder. Fällt mir gerade auf, dass das Rückspiel. Wie ihr vielleicht bemerkt, ist das nicht das Auto, das ich vorher gebaut habe. Korrekt, denn das ist ein anderes SUV, das ich mal vor einer halben Ewigkeit gebaut habe. Mittlerweile ist das Auto ziemlich scheiße, aber ich habe ein paar Grössenvergleiche angebracht. Darum fahren wir jetzt am besten einfach mal hier die wunderschöne Quartierstraße ab und sehe da vorne schon ein paar Autos. Und zwar habe ich den meiner Meinung nach kleinsten Wagen, den ich während dem Automation-Zeitpunkt gebaut habe, gemacht. Und so ziemlich der grösste SUV, den man im Dings finden kann. Falls man sie ja schon sieht, das ist recht klein. Vor allem der Vergleich nachher wird lustig. Und hier haben wir den grössten. Er ist nicht höher. Dort hinten haben wir schon noch ein bisschen Flash gehabt. Aber er ist doch recht gross. Jetzt allerdings fragt sich bestimmt einige, sieht das Teil aus? Warum? Ist natürlich nicht krass. Allerdings starten wir das Teil jetzt mal auf. Dann könnt ihr los. Ich sage nicht, dass man schwul ist, wenn man etwas anderes versucht. Aber man ist wahrscheinlich ein Mann, wo andere Männer gerne sexuell will, falls man ein Mann ist. Falls man eine Frau ist, dann, naja, heisst man Karen. Also fahren wir das Teil mal vor und machen einen kleinen Grössenvergleich. Und das hat einfach einen Drehradius von einem fucking Ball. Hier haben wir noch die Untersetzung, Bärdiff. Man kann sogar das Allrad ausklinken. Ja. Es lägt ein bisschen, darum lösche ich nachher gerade ein paar Fahrzeuge. Also, wenn ich vorstellen darf. Höher ist er nur ein kleines bisschen, ein Mühe wegen diesen Teilen hier. Aber schaut mal die Länge an. Okay, in dem Fall machen wir schnell den weg, damit wir mal die miteinander vergleichen können. Ich meinte, der ist sogar länger. Wenn wir die jetzt mal direkt nebeneinander stellen würde, dann... Alter... Dann meinte... Oh, nicht einmal. Die sind ziemlich gleich lang. Der Weiss ist sogar länger, der Karin Karen. Okay, machen wir den schnell weg. So.
Alter, wie laut das Teil einfach ist. Ach, so, und dann. Neben dem, ich meine die kleinste, eigentlich vom Body selber her, der Chirkebill, aber naja. Alter, das ist einfach, das ist das Gefährt von dem Gefährt. Vor allem, naja, man kann probieren, da etwas zu sehen, aber das Empfehlen ist es wirklich nicht. Und so sieht es aus, wenn man ein Beifahrer ist. Wunderschön, ich weiss. Der ist natürlich auch nicht leislig. Aber ja, machen wir den auch mal weg, denn ich will mit dem ein kleines Testpferdchen machen. Wow, das ist mal ein geiles Haus. Dann, stell einfach vor, bist du auf der Autobahn, dann taucht das vor dir auf. Das Teil. Freedom for All. 900 PS und 1060 Newtonmeter. Wow, wow. Eine extrem floppige Steuerung, muss ich sagen. Wammiger geht's, glaube ich, gar nicht. Ich habe das Gefühl, die Map läuft nicht ganz ruhig. Okay, hier sind wir. Also, testen wir das Teil mal aus. Also, gehen wir zuerst mal über die kleinen Steine. Das tönt einfach wie so ein Traktor. Okay, also, let's roll. Der hat natürlich kein Problem damit, da drüber zu rutschen. Und also, obwohl die Federung nicht mal am höchsten Punkt ist, wie es möglich wäre. Ja, bevor wir jetzt mal durch den Schlamm durchfahren, ist mir gerade das Seil aufgefallen, das habe ich noch nie gesehen. Schauen wir mal, ob wir da raufkommen. Offensichtlich. Und Zeitlupenzerstörung. Boom. Was? Als ob. Das ist einfach noch... Okay, hinten ist eingedrückt, wenigstens das. Okay, also der hat wirklich eine unmenschliche Kraft für das, was es ist. Aber probieren wir mal, durch den Schlamm durchzufahren. Oh, wow, wow. Okay. Und da stoßt er an. Okay, gut. Ich mache sonst auch da mal eine andere Version noch. Komm schon, also, dass du das kannst. Okay, mit etwas Hilfe haben wir es dann doch noch geschafft. Juri, juri. Also, ich glaube, die Dinger da vorne sind die Ursache vom Übel. Machen wir den TT-Test. Was ist bestanden, ist die Frage hier. Yikes. Das ist mal... Wow. Wirklich einfach nur wow. Geiles Teil. Okay, also. Habt noch einen schönen Abend. Tschüss. Und einen schönen.